Bei der Initiative Jugend dirigiert geht es darum zu lernen, die Notation der Musik zu verstehen und aus ihr Inspiration zu schöpfen. Die Arme des dirigierenden Kindes nehmen die Bewegungsenergie wie die Flussasymmetrien der Klangarchitektur auf. Die dirigierenden Kinder lernen, die Artikulation der Musik zu steuern, an andere weiterzureichen, Musiker mitzureisen und letztlich auch das Publikum zu begeistern. Dies sind aber nur ein paar Details, die von Kindesbeinen an Teil einer profunden Musikausbildung wie auch Persönlichkeitsentfaltung sein sollten. Jugend dirigiert vermittelt mehr. Es geht nicht um Perfektion, vielmehr darum, Fehler zu hören und zu üben, wie man sie respektvoll korrigiert. Und dies führt in Interaktion mit Musikern dazu, Wissen über Instrumente und den Umgang damit zu vertiefen. Es führt dazu, Wissen über den Umgang mit Menschen und wie wichtig die nonverbale Kommunikation hierbei ist, zu vertiefen. Und es geht um interpersonale Führung in Interaktion mit erfahrenen Profimusikern aus namhaften Orchestern. Aus der Bewegungsenergie des Körpers entwickelt sich die emotionale Ladung der Musik. All das, was eines Tages den Zuhörer dazu bringt, Musik zu genießen, sich dorthin zu bewegen, verschafft Kindern und Jugendlichen Selbstreflexion wie auch Selbstbewusstsein. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.